Schaut euch das mal an. Das ist Schichtfleisch und zwar ein ganz normales Schichtfleisch aus dem Dutch Ofen. Und wie ich zu diesem Leckerli gekommen bin, zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß dabei. Bevor wir aber allerdings zu so einer riesengroßen Leckerei kommen, benötigen wir folgende Zutaten. Ein bisschen Barbecue-Soße, da habe ich jetzt hier die Original Stokes Barbecue-Soße. Die gibt es jetzt auch in dieser schönen praktischen Squeeze-Flasche. Ich halte euch das mal hier unten hin. Dann logischerweise Bacon, ein bisschen Rub. Da könnt ihr einen Rub nehmen nach eurer Wahl. Da bleibt es eurem Gusto halt wirklich komplett offen, was ihr da nehmt. Ich nehme gerne das Smoking Choice, so leicht griechisch angetouched, denn das harmonisiert wirklich mit den Zwiebeln. Zwiebeln ist ein gutes Stichwort, denn die brauchen wir auch. Und zwar richtig viele Gemüsezwiebeln. Da gibt es ein ungeschriebenes Gesetz, dazu aber gleich mehr. Und wir brauchen logischerweise Fleisch. Da nochmal kurz, und zwar ist das jetzt Schweinenacken. Und Schweinenacken ist halt für Schichtfleisch wirklich essentiell, das ist halt super wichtig. Die kompletten Zutaten findet ihr wie immer auf meinem Blog auf tobiasgrillt.de, da könnt ihr komplett einmal nachschauen. Und mit dem Fleisch geht es jetzt weiter. Dann beginnen wir mal mit den Würzen. Wie gesagt, ihr könnt jetzt halt auch einen Rub nehmen, den ihr gerne mögt. Da bleibt eurem Gusto halt wirklich freien Lauf, denn hier geht es um euren Geschmack. Ich nutze wie gesagt gerne das Smoking Choice, so einen leichten griechischen Touch. Und bevor es halt wirklich gleich zum Grillen kommt, ist ungefähr jetzt noch eine halbe Stunde, nehme ich jetzt einfach das Smoking Choice und gebe das über die vorhin geschnittenen Schweinesteaks, Schweinenackensteaks sind das tatsächlich, und lasst das dann gut eine halbe, dreiviertel Stunde ziehen. Und in der Zeit, wo das dann zieht, haben wir ja noch einiges zu tun. Zwiebeln schneiden. Es gehört jetzt nicht wirklich zu meiner Lieblingstätigkeit, aber was sollen wir machen? Das gehört halt wirklich halt in den Schichtfleischgericht mit rein. Es gibt hier übrigens einen Kanal hier auf YouTube, der sich der Zwiebelliebe gegenüber verschrieben hat. Wenn ihr genau wisst, wen ich meine, schreibt das mal unten ruhig in die Kommentare, ruhig mit den dazugehörigen Hashtag, vielleicht kennt ihr sie ja. Falls nicht, fragt das ruhig auch in die Kommentare, dann schreibe ich euch das nämlich mal. Die haben auch ein Buch rausgebracht, was das den Dutch Ofen betrifft. Zwiebel. Und zwar, hier haben wir jetzt halt so eine richtig schöne Gemüsezwiebel. Ich habe hier schon welche liegen. Das ungeschriebene Gesetz besagt es, dass unter 4 Gemüsezwiebeln eine ranzige halt wirklich rauskommt. Und ja, wir haben Glück. Die äußerste Schale halt wegmachen, weil die ist meist immer zu dick aus meiner Sicht. Und dann einfach in Scheiben runterschneiden. Bei den Scheiben seid da nicht zimperlich, sondern halt wirklich dickere Scheiben runterschneiden, denn es gibt nicht nur Geschmack, sondern gibt auch im Endeffekt Flüssigkeit später für unser Gericht. Ich schneide das jetzt erstmal weiter und dann heißt es schon Schichten. Eine Handvoll Glück, und zwar Bacon. Das ist jetzt der Gavin hat Bacon. Ihr könnt natürlich auch einen anderen Bacon nehmen, aber ich empfehle euch halt wirklich diesen Bacon, denn der ist so geschmacksintensiv, das wird eurem Schichtfleisch halt wirklich, das katapultiert euer Schichtfleisch so richtig nach vorne. Einfach Baconscheibe nehmen und die jetzt hier so in die Mitte reinlegen. Und das ist jetzt relativ langweilig für euch. Einfach so in den Bacon immer wieder peu à peu reinlegen. Erstmal so, dass der Boden unten bedeckt ist. Es darf, oder beziehungsweise, ja doch, es darf ruhig ein bisschen Luft zwischen sein. So wie hier jetzt in dem Fall. Ich will nicht sagen, ist kostenspielig der Bacon, aber zu viel Bacon tut dem Schichtfleisch nicht gut, um ehrlich zu sein. Nachher habt ihr halt wirklich nur extrem Bacon-Geschmack und vom Fleisch bleibt halt nicht wirklich viel über. Schichte das jetzt hier unten weiter und dann geht es gleich mit dem Fleisch weiter. Hier unten wird jetzt weiter geschichtet, das heißt, hier unten lege ich jetzt halt erstmal eine Scheibe Bacon komplett rein. Und zwar direkt in die Mitte. Und dann einfach jetzt hier so eine Scheibe nehmen. Ich zeige euch die jetzt einmal schön durchgezogen. Das heißt, die Gewürze sind alle noch richtig schön ordentlich dran. Dann einfach hier unten richtig schön dranlegen. Mein Tipp ist es, das Fleisch immer noch so ein bisschen am Rand heranzudrücken. Denn dadurch bilden sich keine Luftlöcher. Jetzt kommen wir einfach zur vorhin geschnittenen Zwiebel, die einfach hier am Fleisch entlang legen. Und wie gesagt, da kann halt ruhig ordentlich an Zwiebeln dran.
Und dann heißt es weiterschichten. Wer ganz normales Schichtfleisch auch macht oder beziehungsweise da schon mal nach gegoogelt hat, kann natürlich jetzt auch Paprika und anderes Gemüse mit reinmachen, aber unter uns gesagt, Gemüse, wofür? Da sind doch Zwiebeln drin. Ich meine, klar, es gibt halt natürlich noch ein bisschen mehr Flüssigkeit, aber hier will ich halt komplett auf den Geschmack vom Schichtfleisch zurückgreifen. Und ich schichte das jetzt erstmal weiter und zeige euch gleich das Endresultat. FT6 oder der gewählte Dutch Oven ist doch noch zu klein. Nein, wir haben hier hinten jetzt noch genügend Platz und wenn ihr da jetzt halt wirklich noch Bacon über habt und Zwiebeln über habt, stopft das Loch einfach mit dem, was ihr gerade noch über habt. Das heißt mit Zwiebeln, mit Bacon. Also ich habe jetzt hier noch ein bisschen Bacon über, den stopfe ich jetzt hier noch so rein. Und dann lasse ich den Dutch Oven jetzt einfach noch ein bisschen stehen. Dann sackt das ja eh noch mal runter so ein bisschen. Und in der Zeit müssen wir die Kohlen anzünden. Der Dutch Oven ist jetzt schon hingestellt. Das heißt, jetzt sackt jetzt halt alles noch mal so ein ganz kleines bisschen runter. Jetzt nehme ich noch ein bisschen Gewürz, verteile das da oben drüber. Und damit sind wir aber auch noch nicht fertig. Ich glaube, das sollte reichen. Ja, so, das reicht. Ganz wichtiges Detail. Barbecue-Soße. Die nehmen wir nämlich jetzt auch und da jetzt halt einfach einen ordentlichen Schuss nehmen und hier oben richtig schön drüber verteilen, denn das vermischt sich dann gleich mit der ganzen Flüssigkeit, die wir dann später haben. Und in der Zeit, wo das Ganze jetzt halt wirklich runtersackt, heißt es jetzt endlich die Kohlen vorbereiten. Kommen wir jetzt zu den Kohlen. Ich nutze immer die Kokoko X. Gerade im Dutch Oven Bereich sind die wirklich hervorragend. Und ja, ich habe jetzt hier so einen kleinen Anzündkamin. Den habe ich jetzt voll gemacht. Hier unten ist eine Holzwolle getränkt in Wachs. Die nutze ich immer ganz gerne, denn damit zündet ihr die Kohlen relativ schnell an. Wir lassen das Ganze jetzt erstmal so, ich sage jetzt mal 40 Minuten vor sich hin dümpern und dann heißt es gleich den Dutch Oven bestücken. Die 40 Minuten sind jetzt komplett rum. Gibt der Kohle wirklich die Zeit dazu, denn es gibt nichts Schlimmeres als nicht durchgeglühte Kohle zu nutzen, gerade im Dutch Oven Bereich. Jetzt erstmal ausschütten. Und dann kommen wir zur Kohleverteilung. Und da ist es jetzt halt wichtig, dass wir über einen gewissen Zeitraum, um nicht zu sagen fast 3 Stunden, eine konstante gleichbleibende Hitze brauchen. Deswegen lege ich im unteren Bereich 5 Kohlen hin, richtig schön durchgeglüht. Das heißt, ihr seht halt wirklich eine durchgehend weiße Schicht. Und jetzt habe ich mir so einen kleinen Trick zu gut genommen oder zu Hilfe genommen. Und zwar das Innenrost von unserer schönen Edelstahlschale von IKEA. Und zwar das Innenleben einfach mit rausnehmen und das jetzt hier einfach über die Kohlen stellen. Das hat nämlich auch folgenden Grund. Wie ihr das nämlich sehen könnt, schweben die Kohlen nämlich jetzt genau unter dem Rost. Und jetzt nehmen wir einfach den Dutch Oven und stellen ihn quasi über die Kohlen direkt drüber. Und damit zerstört er nämlich nicht die Kohlen. Die Kohlen haben genug Luft zum Atmen, das heißt, dass dann noch ein bisschen Luft durchkommt. Und jetzt verteilen wir hier oben auf dem Dutch Oven einfach 6 Kohlen und dann heißt es 3 Stunden warten. Jetzt möchte ich euch mal gerne zeigen, was nach 3 Stunden passiert ist mit den Kohlen. Und zwar, wir haben jetzt hier, das hier, ist alles, was so übergeblieben ist von 3 Stunden kochen. Ich habe jetzt noch nicht reingeguckt, aber es riecht auf jeden Fall schon hervorragend. Wir lupfen jetzt zum ersten Mal den Deckel. Ja, sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. Ich nehme das jetzt einmal kurz mit in die Hütte und dann basteln wir mal was, ne? Und da so ein Schichtfleisch jetzt nicht so richtig schön präsentierbar ist, also so richtig schön, haben wir uns jetzt ausgedacht, dass wir das Ganze in einem Burgerform packen. Denn so ein Schichtfleisch selbst ist ja halt wirklich lecker, aber ich sage jetzt mal in Burgerform ist das wirklich noch genialer. Und den bauen wir jetzt zusammen. Dazu einfach jetzt hier einen fertigen Bun nehmen und dann nehmen wir einmal ein bisschen Fleisch. Und ihr werdet gleich selber sehen, wie zart das ist und wie das auseinanderfällt. Ne? Wie ihr das sehen könnt, fällt halt wirklich so auseinander. Ihr braucht unten halt wirklich keine weitere Soße oder ähnliches und das sollte schon reichen. Jetzt nehmen wir uns einfach eine Zwiebel, die wir gerade mitgekocht haben. So ein, 2 Stück hier oben drauf machen. Dann habe ich hier so, ich sage jetzt mal so ein paar Tortillas und die nehmen wir jetzt mal einfach eine und machen die klein. Bröseln die hier drüber und geben dann einfach nur noch ein bisschen Barbecue-Soße, die wir auch benutzt haben für das Schichtfleisch, geben das hier so grob drüber. Einfach Deckel drauf
Und so würden wir unser Schichtfleisch jetzt essen. Und da ich den ja jetzt auch zusammengestellt habe, muss ich ihn auch logischerweise probieren. Dazu nehme ich mir einfach das Brötchen. Extrem heiß, aber so lecker. Boah, das ist der Knaller. So richtig schön saftig und halt kommt, wie gesagt, diese leicht griechische Note durch. Wie gesagt, da könnt ihr mit dem Gewürz handhaben, wie ihr gerne möchtet. Ich esse das jetzt erstmal weiter. Das war's zum Video. Falls euch dieses Video gefallen hat, ihr kennt das, unten den Gefällt mir-Button immer wieder drauf drücken, dass der ganz oft nach oben kommt. Kommentieren wäre super. Ich esse weiter. Bis dahin.